Hier wieder so dran. Da so. Da wieder so. Oh, das sieht toll aus. Oder ich könnte das eigentlich auch spontan um einen erweitern. Wisst ihr was? Das mache ich. Das mache ich auch. Yeah. Oh, sieht das geil aus. Bei schönen Gitarrenklängen. Ja, da haben wir schon mal unsere Veranda fertig. Fertig. Tütchen auf. Drüber. Fertig. So, dann bauen wir uns noch zwei Türen. Lassen wir nochmal eben sortieren. So. Kann ich mir eigentlich auch eine Pilzsuppe irgendwie braten? Gebratene Pilze oder so? Oh, gebratene Pilze, da hatte ich jetzt so Bock drauf. Oh, lecker. Oh, ich krieg gleich Hunger. Liebe Leutchen, ich werde vielleicht so eine ganze Stunde vollstreamen. Und dann mache ich erstmal wieder einen kleinen Cut. Und wer weiß, vielleicht streame ich demnächst dann auch nochmal irgendwie wieder spontan. Spontan, wie das Leben so ist. Dann machen wir unser Hausskelett hier noch, auch nochmal fertig. Nein! Verkehrt. Komm mal her. Bup. So, dann haben wir das hier. Und Bob. So. Anschließend würde ich auch noch sagen. Bob, 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 Bob. Achso, da kann ich ja raus. Dann klettern. So. Ich weiß, das Haus, das habe ich schon mal angefangen. Aber da habe ich ja mir selber leider diesen schön. Nächsten juckt. Da habe ich mir den Minecraft-Speicher so schön zerschossen. Wo ich mich heute noch drüber ärgere. Aber naja. Das Haus. Irgendwie war das auch nicht so toll. Meiner Meinung nach. Oh, Bretter sind alle. Es wird Herbst. Die Bretter fallen. da haben wir noch. Sag mal, fliegen wieder diese kleinen Viecher da? Diese ganz kleinen? Kennt ihr die? Diese ganz, wie heißen die noch? Gnut. Genau. Diese ganz kleinen, ich sag dazu auch immer so Gewittertierchen. Ganz winzig kleine Käfer, die auf einen dann oder einen dann auf der Haut rumkrabbeln und einen in den Wahnsinn treiben. Ich hasse diese Viecher. Okay, hassen ist vielleicht ein bisschen böse ausgedrückt, aber ich glaube, wir sind hier unter einer Höhle, kann das sein? Ah, tada. Oh, gegrillte Pilze. Ich mag gegrillte Pilze. Lecker. Lecker, lecker. So. Wie ging es nochmal weiter? Jetzt muss ich gerade mein modriges Gehirn anstrengen. Scheiße, ich wollte da ja. Ach, verdammt. Moment. Hier wollte ich ja runter. Neue Baumstämme reinsetzen. Und Lied wieder zu Ende. Immer so plötzlich. Plötzlich. Au. Habe ich mir gerade gedacht, gehen wir mal da lang. Ach Gottchen, liebe Leute. Was gerade in der Welt alles los ist. Vor allem hier in Deutschland, in Bayern. Und in Würzburg. In Würzburg, das war halt einer der
sich gedacht hat, ja, ich werde Menschen töten im Namen meines jeweiligen Gottes und behaupte dann, ja, der hat's mir befohlen. Ich soll alle Ungläubigen umbringen. Dazu muss man mal sagen, töten ist keine Option. Ja, liebe Leutchen, das Töten von Menschen, warum? Das steht in der Bibel, du sollst... Man soll nicht töten, das steht auch im Koran drinne, so, vielleicht in anderer Form, aber man kann doch sagen, das Leben ist heilig. Ja, und muss geschützt werden. Ich meine, ich weiß nicht, ich versuche gerade so nach Worten zu suchen. Es ist schwierig, über so ein Thema zu reden. Ich möchte auch nicht politisch werden oder irgendwie religiös, fanatisch oder wie auch immer. Ich gehe da halt immer relativ neutral ran und sage mir, ja, nur weil jemand einen anderen Glauben hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er irgendwie schlechter ist als jemand anders, der zum Beispiel, sagen wir mal, Muslim ist. Ein Muslim ist nicht gleich böse oder schlecht. Es ist nur die Art und Weise, wie er zum Beispiel mit seinem Glauben umgeht. Es gibt Muslime, dazu zählt zum Beispiel auch ein Arbeitskollege, der ist top in Ordnung. Er ist Türke, Muslim und weiß ich nicht, total netter Typ. Namen werde ich jetzt natürlich nicht nennen, aber keine Ahnung, der ist total locker drauf, witzig, macht den einen oder anderen Spaß. Man kann aber auch ernst mit ihm reden. Man kann sagen, hier, du, wie ist das eigentlich mit deiner Religion? Warum, den kannst du halt fragen, warum dürft ihr zum Beispiel kein Schwein essen? Ich habe mal, das hat er mir jetzt zum Beispiel nicht, leider, sag ich mal, hat er mir das nicht erklärt. Aber ich habe das mal irgendwo gelesen, Schweine sollen als unrein gelten. Das sind unreine Tiere, wo ich mir denke, okay, aber jetzt mal so gesehen, 98% vom Schwein ist dem Menschen sehr ähnlich. Sind wir jetzt alle Schweine und unrein oder... Ich möchte niemanden auf den Fuß treten, ja, so das nicht. Aber da sollte man sich ja mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Man soll auch mal seine Religion mal ein bisschen hinterfragen oder mal ein bisschen kritischer damit sich auseinandersetzen und sagen, gut, ich habe meinen Glauben, ich glaube an das, an Gott, Allah, Buddha, Buddhismus. Auch eigentlich eine schöne Religion. Aber weiß ich nicht. Jeder denkt an das oder glaubt an das, was er für wichtig oder existenziell hält. Na. Au. Und gut, ich bin jetzt nicht so der... Kaputt. Ich bin jetzt nicht so der religionsfreudige Typ und sag mir, ja, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche. Wann war ich das letzte Mal in der Kirche? Ich glaube... Ganz doof gesponnen, wann war ich das letzte Mal in der Kirche? Ich glaube, bei der Hochzeit meiner Cousine oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber meine Güte, eine Kirche, Kirche, genau. Eine Kirche sollte eigentlich immer offen für jeden sein. Offen für jeden und allen. Und zum Beispiel jetzt gestern, die
dieser Amoklauf. Es ist ja kein Terrorakt gewesen, kein terroristischer Akt oder so. Es war ein Terrorakt. Quatsch. Es war ein Amoklauf. Sozusagen. Es war halt ein. Ich sag mal, ein verwirrter Typ. Ein sehr verwirrter Mensch hat andere Menschen zwar getötet und das finde ich auch schade und scheiße und nein, warum? Und hat halt mit einer Waffe rumhantiert und ich weiß nicht, es ist schwer zu beschreiben. Aber sowas. Ah, die blöde Maus, ich brauche mal eine neue. Sowas. Nee. Der Typ war aber auch, glaube ich, depressiv, ne? Habe ich gelesen. Ich habe gelesen, der Typ war auch sehr depressiv und war in Psychiatrie und alles. Das hat man gehört bei einer Diskussion, die er geführt hat auf dem Dach von dem Kaufhaus, wo ihn einer gefilmt hat und ihn ständig zugebrüllt hat, was machst du da für einen Scheiß, was soll das und pipapo. Es ist halt so eine Sache. Der Typ war in psychiatrischer Behandlung und ja, schwierig zu beschreiben. Genau, da soll es hin. Der hatte, glaube ich, auch Depressionen und alles. Finde ich schlimm. Und vor allem, weiß ich, ich finde das so, ich würde es so einschätzen, dass er einfach nach einem, nach einer Art, dass das so eine Art Hilfeschrei für ihn, von ihm gewesen ist. Weil, weiß nicht, grundlos einfach irgendwo reinspazieren und sagen, ich mache jetzt alle tot. Das kann es ja auch nicht sein. Und der Grund dafür, scheiße, ich brauche Holz. Fuck, ich brauche wieder ein bisschen mehr Holz. Und ich könnte mir eigentlich auch mal eine Schere zusammen basteln. Moment. Wir haben doch Eisen, genau, zwei Eisen. Haben wir eine Schere, haha. Und jetzt könnte ich demnächst auch mal nach Schafen suchen. Wenn hier mal welche wären. Oh, ist ja ein reizender Hindernislauf hier. Muss ich auch nochmal dicht machen. Wobei stehen geblieben. Ah ja, Hilferuf. Ich vermute mal, dass das so ein Hilferuf von dem Typen gewesen ist. Denn, ich habe das in den Nachrichten gelesen, dann, er hat oder ist durch eine Zwischenprüfung durchgerasselt und. Oh, ist ja ein Blumen. Cool. Und hat wahrscheinlich auch noch gesagt, hat sich wahrscheinlich auch noch gedacht, komm, weißt du was? Das Leben ist eh nicht mehr so lebenswert. Und ich hau jetzt voll in den Sack und denk mir, ich nehme noch andere mit. Er hat sich auch mit dem Attentat oder mit dem Amoklauf von Winnenden beschäftigt. Und sich wahrscheinlich daran orientiert oder ein Beispiel genommen. Warum? Meine Güte, das kann es doch nicht sein, dass da einer gleich ankommt und sagt, haha, ich vernichte jetzt das Einkaufszentrum und euch mit dazu. Oder ich schieße da im Einkaufszentrum einfach wild umher und nimm noch ein paar mit mich. Mit. 10 Tote hat es da gegeben, also ist traurig. Teilweise kann man es nicht so ganz nachvollziehen, warum er das getan hat.